Sie sehen bei der Leitlinie hier aktuell in der Präsentation, wir haben sie 001 genannt. Das spricht für viel Optimismus, weil es sind drei Stellen. Das heißt, da ist mal mindestens Platz für 100. Wenn wir sagen, jedes Jahr eine Leitlinie, haben wir die nächsten 100 Jahre schon mal auf dem Radar. Wollen wir hoffen, dass wir damit so eine langfristige Zukunft in die Wege geleitet haben. Ich möchte nicht versäumen, jetzt hier auch noch die Firma Georg Fischer zu erwähnen. Sie erkennen es vielleicht auf unseren Displays. Wir sind sehr dankbar, dass wir die Firma Georg Fischer auch in unseren Expertenkreis mit aufnehmen konnten, die auch mit einem Beitrag zu der Leitlinie noch mit leisten konnte. Ich möchte auch, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt, die Schulen und die Universitäten, die Vertreter von Schulen und Universitäten recht herzlich hier begrüßen. An der Stelle auch der Hinweis, den der Dozenten bekannt sein sollte, die Skripte gibt es erst nach der Vorlesung, auf den Verdacht, dass jemand mit einem Buch schon vorher nach Hause gehen möchte. Wir haben uns deswegen überlegt, die Übergabe der Manuskripte erst am Nachmittag vorzunehmen oder in der Mittagspause. An der Stelle, unsere Leitlinie ist geschlüpft. Heute haben wir zum ersten Mal die druckfrischen Exemplare erkennen können. Wir sind sehr glücklich darüber. Es ist hier wirklich ein Symbolbild. Es ist ein Meilenstein. Die Generation, die noch analog aufgewachsen ist, also das Buch noch beherrscht, für ein gedrucktes ist immer noch was anderes wie ein digitales Blättern, Lesen. Und als ich die Leitlinie heute das erste Mal in gedruckter Form gesehen habe, habe ich mich schon auch sehr gefreut. Und ich hoffe, Ihnen wird die Gestaltung, aber auch die Inhalte der neuen Leitlinie auch gefallen. Wozu machen wir das Ganze? Auch wenn vielleicht einige das schon als eine Wiederholung sehen, ist es uns wichtig, das nochmal zu betonen. Wasser kann verderben. So simpel das klingt, so wenig ist es in unserem Bewusstsein. Wasser, was in Leitungen steht, hat genauso als Lebensmittel einen Alterungsprozess, den wir sehr wohl beachten, wenn wir Wasser in Flaschen haben, wenn wir Wasser in Gläsern haben, wenn wir angebrochene Flaschen haben, die trinken wir auch nicht nach Wochen oder Monaten, sondern haben da einen, ich sag mal, aus Lebenserfahrung und gesundem Menschenverstand handeln wir da schlüssig. Bei Leitungswasser, was nicht selten mehrere Wochen, Monate, teils auch Jahre in Leitungssystemen steht, machen wir uns dazu viel zu wenig Gedanken. Und das ist der Auslöser für viele Probleme, die wir uns in den letzten Jahren vermehrt geschafft haben. Warum? Sie sehen hier an den Bildern, so als Symbolbilder ganz oben links, hier in Wien noch häufig anzutreffen, auch beliebt bei vielen Hobbygärtnern und Nostalgikern als kleines Andenken im Garten an die Wand geschraubt. Diese Waschbecken waren üblicherweise in den Etagen von den Häusern. Es gab dann pro Etage eins, wenn es kleinere Häuser waren, eins. Diese Kaltwasserzapfstellen waren natürlich sehr spartanisch, aber auch in ihrer Nutzung stets frequentiert. Wir hatten da noch kein besonderes Problem. In den letzten Jahren hat das enorm zugenommen. In meiner Kindheit war es noch üblich, dass eine Familie in ihrer Wohnung oder ihrem Haus ein Bad hatte. Und das war auch nicht gerade üppig ausgestattet. Heute ist es schon üblich, dass man mindestens zwei hat, vielleicht auch noch mehr. Das heißt, die Anzahl der Zapfstellen für warm und für kalt ist enorm gestiegen. Und damit haben wir uns eine Problemzone gebaut, die es früher gar nicht gab. Ein anderes Bild, warum diese Herausforderung für uns alle größer geworden ist, wir leben in immer höheren Temperaturen. Das hat jetzt nichts mit Klimawandel zu tun, sondern das hat was mit unserem Komfortverständnis zu tun. Während man früher vielleicht einen dickeren Pulli angezogen hat, ist es heute gewünscht, mindestens 22, besser 24 Grad
nicht nur in dem Bad, da reden wir dann von 26 Grad, sondern in der ganzen Wohnung, in jeder Ecke zu haben. Und das sind Bilder, wie sie auch Rehau gerne nutzt. Ja? Man stellt am liebsten Familien da, die halbnackt am Boden spielen. Ja? Es muss überall warm sein. Und es hat natürlich auch eine Folge auf die Erwärmung von Kaltwasser führenden Leitungen. Und die sind insbesondere dann auch noch gefährdet, wenn sie sehr komprimiert und dicht verbaut werden. Und das ist auch ein Thema unserer Zeit, wo Wohnraum, Wohnfläche enorm teuer geworden ist und wo man um jeden Quadratzentimeter feilscht. Eine andere Herausforderung, die uns gewisse Probleme bereitet, ist unser Verständnis, Energie sparen zu wollen, was zunächst sehr förderlich und lobenswert ist, auf der anderen Seite aber auch dazu geführt hat, dass Temperaturen, Betriebstemperaturen von Trinkwassersystemen immer weiter abgesenkt wurden, sodass wir dann teilweise Temperaturen im Speicher oder zumindest im Leitungsnetz haben, die das Wachstum von Bakterien und Keimen begünstigt. Dann sehen Sie ein Bild, wie wir es hoffentlich heute nicht sehen werden. Menschen, die selten zu Hause sind und gelangweilt einschlafen. Dieses Bild soll darauf abzielen, wir sind immer weniger zu Hause. Ja, da sind nicht nur Reisen gemeint, sondern auch sehr viele Zweitwohnungsbesitzer, sehr viel Saisontourismus, Ferienhäuser. Aber auch, wenn man sich unsere Familienstrukturen anschauen, immer mehr Menschen sind nur noch temporär zu Hause, sind beruflich sehr aktiv und sind nur an den Wochenenden in ihren vier Wänden. Auch eine Thematik, die es früher so definitiv nicht gab. Weitere Fotos unterstreichen nochmal diese Themen der nur temporären Nutzung. Sie sehen das Ferienhaus als ein Beispiel. Sie sehen ein Beispiel für ein saisontouristisches Gebäude und ganz rechts mal ein Beispiel einer Schule. Und Schulen haben natürlich durch ihre Ferien und die Wochenenden auch grundsätzlich eine Herausforderung. Und deswegen finden wir auch gerade in vielen öffentlichen Einrichtungen, die lange Stillstandszeiten haben, auch einige Problemzonen vor. Das sind die Gründe, warum es immer schwieriger wird, das Problem der Wasserhygiene im Gebäude zu lösen. Wir haben jetzt nur in der Praxis die Situation, dass das, was uns dazu hilft, das, was uns vielleicht Orientierung geben kann, zwar, muss man sagen, alles irgendwo steht, aber es ist halt ein gewaltiger Wust und leider muss man sagen, nicht immer widerspruchsfrei, teilweise auch nicht ganz verständlich, auch je nach Zuständigkeitsbereich etwas widersprüchlich. Und wir haben uns vom Forum den Vorsatz mit auf den Weg gegeben, hier mehr Durchblick reinzubringen, es auch so zu formulieren, dass man einfache Dinge versteht und hier auch ganz besonders darauf zu achten, dass es allgemein verständlich ist. Die neue Leitlinie soll auch Lösungen anbieten und den Stand der Technik ergänzen. Es gibt schon die ein oder andere Technologie, die jetzt noch nicht etabliertes Lehrbuchwissen ist. Und das ist normal so, der Stand der Technik ist was stets im Wandel. Und wir haben versucht, die neuesten Möglichkeiten, die es gibt, zu berücksichtigen. Ich habe es schon kurz angeschnitten, die meisten technischen Dokumentationen zielen halt auf ausschließlich Experten ab. Aber gerade beim Thema Trinkwasser ist es wichtig, auch die Betreiber, die Investoren mit abzuholen. Und wir haben uns bemüht, in der Leitlinie eine Sprache zu wählen und auch Grafiken zu nutzen, die durchaus auch durch Laien verständlich sind, damit man eine gemeinsame Gesprächsbasis findet, mit der man dann gute Lösungen finden kann. Zum Abschluss meiner einleitenden Worte wollte ich mich bedanken bei allen, die geholfen haben, diese Leitlinie mit aufzubauen.
auch bei allen, die geholfen haben, uns zu organisieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Es gab auch sehr viele wertvolle Beiträge in der Korrekturphase, die wir berücksichtigt haben. Und ich möchte auch nicht vergessen, dem Herbert Wimberger zu danken, ihm zu gedenken. Er ist vor kurzem verstorben. Der Herbert hat mit all seiner Leidenschaft zum Thema Trinkwasser das Forum mit initiiert, oder er hat es initiiert. Er hat entscheidend dazu beigetragen, dass es das heute gibt. Und die Leitlinie zu präsentieren und zu veröffentlichen war auch ein von ihm gesetzter, sehr wichtiger Meilenstein. Und Herbert kann jetzt nicht mehr bei uns sein. Und ja, so traurig es ist, aber er hat hier auch in seiner fachlichen Arbeit was Wertvolles hinterlassen, was wir auch weiter pflegen und entwickeln möchten. Dankeschön dafür.